Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen zurück bei unseren Norwegen und Norwegern und das hier Christiansand. Protestantisch ist, das wurmt mich echt. Was mir immer mehr fehlt, muss ich sagen, ist diese frühere Demografie, wo man sich ja verschiedene Bereiche anzeigen konnte und schauen konnte, wie weit ist dieser oder jener Spieler oder diese oder jene Fraktion in bestimmten Bereichen. Es gibt so einen minimalen Ersatz. Wenn wir hier auf die Weltrangliste gucken, dann sehen wir hier die Bereiche Wissenschaft, Kultur, Herrschaft und Religion. Und wenn wir hier rübergehen, sehen wir zum Beispiel bei Wissenschaft führen wir und wir bekommen ziemlich genau aufgeschlüsselt, wie viele Technologien wir haben, wie viele Wissenschaftspunkte pro Runde. Wir sind übrigens wirklich erstaunlich gut bei der Wissenschaft. Also Perikles ist der zweite mit 36, wir haben schon 50. Kultur sieht es dafür eher bescheiden aus. Aber zum Beispiel Religion ist interessant. Wir führen hier bekehrte Städte 5, Glauben pro Runde 15,8. Ich weiß nicht genau, warum wir hier führen, weil Ruselt hat bekehrte Städte 6. Okay, Glauben pro Runde 15,3. Aber hier zum Beispiel, der Japaner hat 58,3 Glauben. Das ist heftig. Und auch Philipp II. Hat 46,8. Also wir sind eigentlich mit unseren 15,8 Glauben eher schwach. Und deswegen wundere ich mich, dass hier auch die Amerikaner so aktiv sind, während die eigentlichen Glaubensnationen hier, die Japaner und die Spanier, hier noch gar nicht richtig in Erscheinung getreten sind. Nun gut, wir werden es weiter beobachten. Wir gehen noch nicht in die nächste Runde. Ich will mal gucken, ob wir vielleicht doch hier mit Hojo einen Vertrag aushandeln können. Er würde jetzt hier Tee bezahlen. Ja. Ich denke, Annehmlichkeiten hatten wir gesehen. Sieht es ganz gut aus. Deswegen glaube ich, könnten wir den Vorschlag annehmen. Vielleicht ist er jetzt nochmal deutlich freundlicher gestimmt. Immer noch neutral. Wobei das gestiegen ist. Vielleicht Freundschaft verkünden. Nein, leider muss er wieder ablehnen. Was können wir denn noch? Irgendwas diskutieren? Er soll nicht siedeln, Abkommen aushandeln. Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein. Nee. Ein Bündnis kann man, glaube ich, erst aushandeln, wenn man eine Freundschaft geschlossen hat. So, mehr Luxusgüter möchte ich nicht handeln, sonst kriegen wir Annehmlichkeitsprobleme. Karada, Kokoro, Tamashi wo kitaen mono Bushido nari. Nanji no tabi wa gut, er kritisiert uns, dass unser Glaube nicht gut gekoppelt ist mit Kultur, vor allem vermutlich. Beziehungsweise wir sind eine militärstarke Fraktion, aber eben nicht im Glauben und in der Kultur. Das ist wahrscheinlich sein Punkt. So, hier wollten wir zu den Krabben vorstoßen. Ja, müssen wir wahrscheinlich in dem Bereich erst ein bisschen besser werden. So, unser Speer. Wo wollen wir denn jetzt langziehen? Hier unten vielleicht? Zingi ist eine 650 Quadratkilometer große Fallgrube, bestehend aus massiven Obelisken und durchsetzt mit schroffen Spießen. Und ja, sie wird dir das hübsche Gesicht zerschneiden. Zingi de Bemara. Unpassierbares Naturwunder. Ein Kultur und Wissenschaft an angrenzenden Feldern. Ja, leider jenseits unserer Reichweite, das haben sich die Griechen gesichert. Ja, okay. Gut, dann geht's schon in die nächste Runde. Was wir im Übrigen dringend brauchen, sind... Oh, die Griechen sind schon in der Renaissance. Was wir dringend brauchen, sind Handwerker. Wirklich dringend. Wir haben in allen möglichen Städten... Strategie erfordert Nachdenken. Taktik erfordert Beobachten. In allen möglichen Städten haben wir Nachholbedarf. So, wir haben jetzt... Unsere Sondereinheit, die Berserker. Was können die besonders? Sie, wenn wir in einem gegnerischen Gebiet starten, haben sie 4 Bewegung und plus 7 Kampfstärke, wenn wir angreifen, aber minus 7 Kampfstärke, wenn sie verteidigen. Also eine klare Angriffseinheit. Die können wir jetzt bauen. Ich weiß gar nicht, ersetzt die irgendwas oder ist das eine eigene Einheit? Oder ist das ein Upgrade? Pikinier ist die entsprechende Kavallerie-Abwehreinheit. Wir gucken mal hier, ob wir einer unserer Schwertkämpfer erwischen. Haben wir den einen stehen? Ich weiß gar nicht genau. Wo haben wir die denn? Sagt mal hier. Schwertkämpfer. Ah, da steht er ja. Nee, den kann man nicht upgraden. Das scheint also, Berserker muss eine Sondereinheit zu sein.
So, aber wir können hier irgendjemanden befördern. Das ist gut. Unseren Speer. Schnellere Fortbewegung. Wald und Dschungel oder Hügel. Ich glaube, hier haben wir zum Beispiel viel Wald. Wir machen mal Ranger. Hier werden wir auch nicht viel weiter erkunden. Richtung Osten, weil da ja dann schon das Meer kommt. Und wir machen mal eine neue Technologie. Kriegen wir irgendwo ein Boni mit abgefasst? Bau zwei Häfen. Kartografie kriegen wir nicht hin. Wir bekommen ein Gold. Alle Marine und Einheitswasser. Das können wir ja sowieso schon. Insofern nichts Neues. Massenproduktion. Schiffswerft. Das könnten wir dort bauen. Aber da haben wir ja auch noch nicht mal den Leuchtturm gebaut. Auch das ist also nicht wirklich dringend. Ja, dann lasst uns hier einfach mal was nachholen. Was Altes, nämlich die Steigbügel. Wo sowieso Neues nicht akut ist. Okay, Leute. Wir haben hier, ich weiß nicht, was wir gerade hier gemacht haben. Wohnraum. Gut, ach, wir haben das Schiff gebaut. Wir haben unser erstes Schiff. Hervorragend. Dann werden wir, glaube ich, jetzt nachziehen mit dem Leuchtturm. Der bringt immerhin Wohnraum, was ja gut ist hier. Sehr schön. Gut, und das Schiff. Und ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung wir zuerst fahren sollen. Wir werden einfach mal hier so ein bisschen nicht direkt an der Küste fahren. Die haben wir schon ganz gut erkundet. Sondern hier erstmals mit einem anständigen Schiff hier auf hohe See unterwegs zu sein. Wikinger gemäß. Und ich sehe, hier scheint auch Land zu sein. Vielleicht sollten wir tatsächlich doch nochmal einen nächsten Speer ausbilden. Oh, wir können einen Apostel. Wir können einen Apostel uns holen. Das machen wir auch. Und jetzt werden wir den Amerikanern mal zeigen, was hier los ist. So, nächste Runde. Wir haben hier noch mehr Was? Es gab, muss hier irgendwie Religionskampf gegeben haben, denn hier gab es Veränderungen, ohne dass ein Missionar bei uns aufgetaucht ist. Ja, das ist so eine Besonderheit. Ich glaube, Katholizismus war hier gerade plus, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Gucken wir uns das nochmal an. Wir sehen leider manchmal nicht die Werte. Wenn sie keiner Religion angehören, dann sieht man die Werte komischerweise nicht. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Naja. Und offenbar gab es hier einen religiösen Kampf zwischen Katholiken und Buddhisten. Und den haben die Katholiken gewonnen. Und alle Städte im Umkreis von 10 Feldern, auf die hat das dann Auswirkungen, was die Produktion betrifft. So, wir haben einen Apostel und wir können ihn auch gleich befördern. Allerdings könnten wir mit dem Apostel auch unseren Glauben missionieren. Und das ist natürlich wiederum eine mächtige Angelegenheit. Wir können unseren Glauben verbessern. Und wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir auch. Jetzt muss ich allerdings nochmal wieder durch... Wir sollen wohl erstmal die Produktion wählen. Ich hoffe, das kommt noch, was ich hier eigentlich meinte. So, hier haben wir einen Händler gebaut. Universität wäre natürlich jetzt absolut erste Wahl. Allerdings brauchen wir... Es gibt auch Wohnraum, das ist gut. Allerdings brauche ich eigentlich dringend mal wieder Handwerker. Dringend eigentlich. Wollen wir das mal vorziehen? Ziehen wir das mal vor. Wir haben schon auf Produktion... Gut, wir machen weiter. Hier die Produktion. Wir brauchen viele Handwerker. Deswegen glaube ich, mache ich hier auch einen Handwerker. Das Handelszentrum ist hier. Nee. Was hatten wir hier wieder gebaut? Oh, Leute. Hier, ich glaube die Wassermühle, ja. Schade, dass das buggy ist. Ich hoffe, das wird bald verändert. Los, wir werden hier auch noch einen Handwerker bauen. Und jetzt können wir das tun, was ich schon wollte. Nämlich, warum heißt das Individualregion Religion? Hallo, Leute. Hat er sich das nicht gemerkt? Ich fasse es nicht. Wir wollen doch, dass das Odins Welle heißt. Meine Religion, Individualregion. Was ist das für ein blöder Name? Egal, wir müssen uns einen weiteren Glaubenssatz wählen. Und die Frage ist, wollen wir... Was wollen wir wählen? Kathedrale. Wollen wir Odin eine Kathedrale bauen? Das gefällt mir eigentlich nicht. Verwalteramt.
Plus 1 Wissenschaft oder plus 1 Gold, das ist ganz gut. Oder Weltkirche. Eigentlich passt so jetzt rollenspielerisch-mäßig eher so, stelle ich mir das so, zumindest so vor, so Pilgerschaft. Bringt uns mehr Glauben, wenn diese Religionen in anderen Zivilisationen sind. Allerdings ist unsere Religion nicht die stärkste. Wir werden wahrscheinlich nicht so viel uns verbreiten können. Insofern sollten wir was anderes wählen. Wir liegen in der Kultur ein bisschen schwach. Aber das ist auch andere Zivilisation. Oder wir nehmen einfach einen Zehnt. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Lasst uns einen Zehnt. Odins Zehnt wählen. Das bestätigen wir. So, der Apostel ist weg. Wir haben hier einen neuen Handelsweg. Und jetzt ist die Frage, wollen wir weiter hier erstmal Straßen bauen? Oder wollen wir irgendwo ein bisschen was Geld einnehmen oder ähnliches? Aber ich glaube, ich bin erstmal weiterhin für Straßen bauen. Die Frage ist, welche? Welche Straße? Hier rüber ist bestimmt keine schlechte Idee. Also wenn wir uns zu verteidigen haben, dann ist es eher hier an der Südgrenze. Insofern ist es ganz gut, wenn wir hier Truppen schnell verschieben können. Also werden wir nach Mubi Mahi verschieben, beziehungsweise bauen, oder nach Mvila. Geht dann direkt hier rüber. Aber ich glaube, wir machen das hier. Ja, bringt auch mehr Produktion. Zumindest immerhin etwas. So, und hier ist jetzt endlich... Irgendwas haben wir jetzt gerade entdeckt. Ah, eine Hütte, die wir leider nicht... Ah, wir brauchen wirklich einen Speer. Das ist so wichtig jetzt. Schauen wir mal, was wir hier finden. Eine Wüsteninsel. Nein! Erst dieses Meer, das so weit von uns entfernt ist, und jetzt auch noch eine Wüsteninsel. Also Odin möchte, glaube ich, nicht, dass wir ein Seefahrerfolg werden. So, wir ziehen landeinwärts. Hier unten ist ja auch noch die Küste, genau. Die setzt sich hier fort und wir gehen in die nächste Runde. Also, wenn in Nidaros die Terrakotta-Armee gebaut ist, oh, hier schon wieder die Kämpfe, dann werden wir einen Speer bauen und dann diese... Oh, verdammt, ich habe aus Versehen hier hingeklickt, da wollte ich gar nicht. Ich wollte hier weiter diese Insel erkunden. Oh, da hinten ist aber Süßwasser. Oho, das ist sogar eine interessante größere Insel mit Pelzen als Luxusgut. Hier haben wir Fische. Gar kein schlechter Siedlungsort, wie mir scheint. Und die Wüste ist immerhin sogar ein Hügel. Also das ist auch nicht übel. Mann, wir haben so viele Orte, wo wir noch schon Städte wieder bauen können. Das ist ja wirklich enorm. Okay, hier scheinen sich keine großen Geheimnisse mehr zu verbergen. Dann schon wieder auf. Nein, wir haben noch einen Handwerker, der jetzt bei den Krabben angekommen ist. Bringt auch noch ein bisschen Wohnraum und vor allem auch nochmal einen Nahrungsbonus. Wie geht's denn Kabul jetzt? Kabul, Wohnraum, ja, das ist eigentlich alles ganz anständig. Gefällt mir. Leuchtturm müsste auch nochmal Wohnraum geben. Wer hätte das gedacht, dass Kabul sich jetzt doch so ganz gut entwickelt? So, zwei Handwerker sind in Arbeit. Das ist gut. Hier wollen wir weiter. Knossos haben wir entdeckt. Das sind also die vier griechischen Städte. Und jetzt versuchen wir mal, diese Insel hier zu umrunden. Aber es könnte gar nicht klappen, weil sie möglicherweise Verbindung zu Arktis dort im Norden hat. Hochinteressant. Diese Insel sieht allerdings jetzt wirklich so ein bisschen so aus wie Grönland, so von der Lage her. Vom Hauptkontinent, von der Entfernung her. Eigentlich prädestiniert. Aber wir haben jetzt schon drei Städte, die wir gründen könnten. Hier unten eine. Da oben noch eine. Jetzt diese, und was man theoretisch auch machen könnte, ist hier drüben an der anderen Meeresseite auch noch eine Stadt zu gründen. Oh Mann, wir sollten vielleicht mal wieder einen Siedler bauen.
Und hier sind natürlich Barbaren, die uns im Übrigen auch die Durchfahrt versperren. Wisst ihr was? Wir fahren dann hier zurück. Die Insel interessiert mich. Die wollen wir ein bisschen genauer erkunden. Und wir sind nicht mehr Suzerän von Hattusha. Das ist aber schlecht. Wer ist denn da jetzt? Kongo rivalisiert hier mit uns. Ja, das war zu erwarten. Wir haben vermutlich im Moment auch keine Gesandten. Doch, wir haben noch einen. Oh ja. Oh ja, oh ja. Dann sollten wir uns das mal überlegen. Wir bekommen in Nanmadol allerdings eine Kultur. Jerusalem ist allerdings auch hochattraktiv wegen diesem Religionsding. Hattusha bringt... Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Wir gucken mal hier hin, ob wir hier mithalten können. Nee, wir werden nicht mit einem Suzerän und Griechenland und Spanien... Oh Mann. Das ist ein harter Kampf hier. Laventa bekommen wir mehr Glauben. Nanmadol möchte religiös bekehrt werden. Die Griechen finden es doof, wenn wir konkurrieren in ihren Städten. Brüssel hat noch keinen Suzerän. Plus 15% Produktion für Wunder. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal den sofortigen Effekt hier mit, dass wir Kultur bekommen von Nanmadol. Deswegen machen wir das so. Gut. Du erkundest... Oh, und läufst natürlich genau in die Fänge der Barbaren. Nein. Unfassbar. Aber hier ist... Verdammt. Ne, den hätten wir jetzt auch eh nicht erreicht. Wir könnten uns noch verschanzen und vielleicht diesen Handwerker klauen. Das wäre natürlich grandios, wenn uns das gelingen würde. Vielleicht würde ich dafür sogar den Speer opfern. Wer kommt denn hier zur Hilfe? Griechische Handwerker. Was machen die hier so weit unten? Möglicherweise haben die auch einen gestohlen. Das ist möglich. Von den Barbaren. Mal gucken, ob du überlebst. Vielleicht wenden sie sich auch hier gegen die Griechen. Vielleicht klauen sie den ja, den Handwerker. So, der zitieren das schon mal gut. Es gibt 7 Weltwunder. Die Terrakotta-Armee ist das 8. Sehr schön. Ein Spruch von Jacques Chirac, den ich auch noch nicht so kannte. Wusste gar nicht, dass er sich damit befasst hat. Ja, wie passend. Die Wikinger-Terrakotta-Armee. Warum nicht? Am Trugsee. Ich finde, das ist ein schönes Weltwunder am Trugsee. Irgendwie ist es ja auch Betrug. Betrug, der uns aber nützt. Jetzt hätte ich nur mal gucken können, was uns das bringt, die Terrakotta-Armee. Aber genau, wir hatten überall, hatten wir Beförderung. Wisst ihr was? Ich gucke mal. Ich gucke mal, ob da noch mehr Effekt war. Also, alle aktuellen Landeinheiten erhalten eine Beförderungsstufe. Alle Archäologen können ohne offene Grenzen fremde Länder betreten. Gut, das war das. Und wir bekommen einen Punkt des Typs Großer General. Auch das ist schön. Und wird entfernt bei Spielbeginn nach der Renaissance. Wie bitte? Aber gut, das ist jetzt nicht so... Diese Eigenschaft, glaube ich. Okay, nicht den Rest. Nicht der Rest. Wichtig ist, dass wir die Beförderung verfügbar haben. Die wir dann eigentlich bei allen machen können. Warum jetzt hier nicht, weiß ich auch nicht. Wir ziehen einfach mal hier weiter. Wahrscheinlich, weil du schon in Bewegung warst. Ich vermute, das ist der Grund. So, wir müssen hier erstmal was Neues tun. Wohnraum ist gut da. Wir werden hier erstmal diese Geschichten hier wegnehmen, dass wir hier eine natürliche Entwicklung haben. 39 Runden bis Wachstum. Das ist echt nicht viel. Wir brauchen eigentlich dringend Nahrung. Den kriegen wir aber hier, nicht einfach so. Und ich bin am Überlegen, ob wir hier... Ne, wir werden mal als erstes noch einen weiteren Speer bauen. Nur eine Runde ist ja kein Ding. Und was ist jetzt eigentlich hier mit unseren ganzen Einheiten? Die müssen doch alle jetzt in Beförderung bekommen, oder habe ich da was falsch verstanden? So, der Bau von unterschiedlichen Bezirken hat eure Ingenieure zu unglaublich guten Städtebauern gemacht. Sehr schön, Bauwesen, Fortschritte. Wenige Erfindungen waren so einfach wie der Steigbügel, aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. Okay, so, wartet mal, jetzt macht mich aber eine Sache ein bisschen nervös.
Doch, wir können tatsächlich alle befördern. Wird uns bloß nicht richtig irgendwie angezeigt. Das ist cool. Das ist sehr schön. Okay, Leute, mit dieser guten Nachricht. Ich hatte schon den Schreck, die Befürchtung, dass uns die Terrakotta-Armee doch nicht so viel bringt, wie ich dachte. Aber das finde ich schon eine sehr starke Sache. Zumal wir relativ viele Einheiten haben. Das lohnt sich dann schon. Gut, das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Wir haben auch einen Speer, den wir jetzt hier hinbringen, der diesen Stamm hier besucht. Mal gucken, was wir da noch bekommen. Wir werden über kurz oder lang hier natürlich weiter erkunden. Und dann können wir den Speer dort sicher nachziehen, beziehungsweise gut gebrauchen. So, ansonsten unser eigener Kontinent ist weitestgehend erkundet. Hier gibt es kaum noch Überraschungen. Unbesiedeltes Land. Achso, hier ist noch so ein bisschen unbekannt für uns. Aber ich vermute, da gibt es noch eine amerikanische Stadt. Und ansonsten, hier wäre vielleicht noch unbesiedeltes Land für die Spanier. Hier, wir können uns doch direkt mal angucken, was diese Siedleraufzeichnung sagt. Da sieht man ja, wo noch was gegründet werden kann. Hier könnte es sein, dass die Spanier noch was gründen. Ob hier sich noch jemand hinsetzt, bezweifle ich. Hier hatten diese Lücke hatten wir noch ins Auge gefasst. Tja, die Griechen werden sicher hier nicht noch hingehen. Aber die Kongolesen, also da ist es gut möglich, dass sie hier nochmal eine neue Stadt gründen. Vielleicht dort. Oder sie zwängen sich hier noch dazwischen. Oder hier oben möglicherweise, wo wir unsere Stadt gründen wollen. Wir werden es erfahren. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall machen wir weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.